heutigen Brookhaven Roleplay Video fährt eine Familie in ein Luxushotel. Seid gespannt, was passiert, und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. So, dann mache ich noch den Salat, dass wir essen können, wenn Michael nach Hause kommt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo, ich bin zu Hause. Oh, kochst du gerade, mein Schatz? Ja, ich muss gerade nur noch den Salat machen. Das Essen ist gleich fertig. Super, dann gehe ich nur ganz kurz duschen und sag Luisa Bescheid, dass sie gleich runterkommen soll, Schatz. Bis gleich. Inzwischen. Ah, ich hoffe, ich kann noch ein bisschen Roblox spielen, bevor es Essen gibt. Oh, ich glaube, Papa ist heimgekommen. Luisa, mein Schatz. Hallo, mein Schatz, wie war dein Tag? Mein Tag war cool, Papa. Ich habe Roblox gespielt und bin mit Mama spazieren gegangen und ich durfte sogar einen Film angucken mit Mama. Das hört sich ja nach einem tollen Tag an. Hast du denn auch schon für die Schule gelernt? Für die Schule gelernt? Papa ist in Ferien. Ist ja gut, mein Schatz. Wenn du nicht möchtest, dann musst du natürlich nicht für die Schule üben. Ich gehe jetzt schnell duschen, mein Schatz, und dann gibt's Essen, okay? Also bitte mach dich fertig. Hände waschen, iPad weg, du weißt Bescheid. Mein Papa, der meint ja wirklich, dass ich lerne, wenn ich Ferien habe. Tja, Gott sei Dank ist Mama da total dagegen. Mama, ist das Essen gleich fertig? Papa hat gesagt, ich soll gleich runterkommen. Das dauert noch einen Moment, Schatz. Du kannst ja aber dabei schon mal die Hände waschen. Alles klar, Mama. Mach ich sofort. Das Essen sieht wie immer wundervoll aus. Ja, Mama, das Essen sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch lecker. Na, das hört man doch sehr gerne. Freust du dich denn schon auf unseren Urlaub, mein Schatz? Nein, tue ich gar nicht. Oh, mein Schatz, wir haben noch drüber geredet. Das wird richtig toll. Nein, ich möchte nach Disneyland. Nach Disneyland und nach Disneyland. Und ich will nicht in so ein blödes Luxushotel. Und ich habe jetzt auch gar keinen Hunger mehr. Ach, Schatz, vielleicht hätten wir doch ihren Wunsch erfüllen sollen und nach Disneyland fahren, wenn sie da unbedingt hin möchte. Nein, den Luxusurlaub haben wir schon ewig geplant und ich freue mich ehrlich gesagt auf eine Auszeit. Nach Disneyland können wir immer noch fahren, im nächsten Urlaub. Das müssen wir jetzt durchziehen. Ja, du wirst wie immer recht haben. Aber wir sollten mal langsam packen, denn morgen kommt schnell. Da hast du recht, lass uns gleich anfangen zu packen. Am nächsten Tag. So, Luisa, wir sind bereit. Komm, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Das wird wirklich richtig toll, mein Schatz. Ein paar Sekunden später. Luisa, bitte verderbe den Urlaub Mama nicht. Die hat sich die ganze Zeit jetzt auf den Urlaub gefreut, okay? Und jetzt komm, wir müssen los. Tja, immer muss alles nach dem Kopf von Mama gehen. Ich möchte nach Disneyland und nirgendwo anders hin. Die sitzen alle schon. Jetzt wartet doch auf mich. Ich komm schon mit. Du wirst sehen, mein Schatz. Das wird richtig, richtig toll werden. 2 Stunden später. Schaut mal, da sehen wir schon das Hotel. Wow, das Hotel ist einfach nur wundervoll. Das sieht richtig hübsch aus. Da werden wir bestimmt viel Spaß haben, Luisa. Ein paar Sekunden später. Wow. Das sieht ja doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kann ich hier doch Spaß haben. Vielleicht gibt es hier auch andere Kinder. Das wäre doch cool. Luisa, kommst du bitte? Ja, Papa, ich komme ja schon. Herzlich willkommen im Hotel Drake. Haben Sie reserviert? Ja, natürlich. Wir haben reserviert. Ludwig, mein Name. Michael Ludwig. Ja, einen kleinen Moment bitte. Ich gucke kurz Ihre Reservierung nach. Oh, da haben wir sie ja. Sie haben den Royal Room. Bitteschön, hier, Ihre Schlüssel. Wow, Schatz, den Royal Room? Sind wir jetzt königlich? Das ist ja toll. Ja, Schatz, das wird super. Kommt, lass uns zum Zimmer gehen. Ein paar Sekunden später. Royal Room, Zimmer Nummer 15. Wir sind angekommen. Ich
Ich bin schon sehr gespannt, wie es innen aussieht. Du wirst sehen, mein Schatz. Das wird richtig toll hier. Wenn du möchtest, können wir jetzt gleich noch zum Pool gehen, denn hier gibt es einen Pool. Was, Mama? Echt einen Pool? Ja, lass uns zum Pool gehen, bitte, Mama. Oh mein Gott, ich freue mich so. Aber zuerst müssen wir auspacken, komm. Warte auf mich, Mama, ich komme ja schon. Wow, das sieht ja hübsch aus. Okay, erstmal meinen Trolley abstellen. Und dann möchte ich mir erstmal kurz das Zimmer angucken, Mama, okay? Wow, das sieht ja mega hübsch aus. Richtig cool, sogar mit Badewanne, Mama. Aber Mama, wo ist denn hier das Bett für mich? Keine Sorge, mein Schatz. Die bringen noch ein Bett hoch für dich. Ach so, okay, cool, Mama. Können wir jetzt zum Pool? Gleich. Du kannst dich ja schon mal umziehen, aber ich muss noch zusammenräumen hier. Okay, Mama, mach ich. Cool, ab zum Pool. Eine Stunde später. Mama, können wir bitte noch eine Runde schwimmen? Bitte nur noch eine Runde. Mein Schatz, du hast schon schwimmen gelernt. Ich bleib hier und pass auf dich auf und du gehst noch eine Runde schwimmen, okay? Dann müssen wir aber wirklich wieder hoch ins Hotelzimmer, denn Papa und ich haben ein paar Behandlungen gebucht, mein Schatz, okay? Und was mache ich dabei? Du bist dabei brav im Hotelzimmer und kannst Fernsehen gucken, okay? Okay, Mama. Dann Bauchplatscher. Hui! Oh, schnell wieder hoch. Oh. Mir geht's gut, Mama. Nichts passiert. Nichts passiert. Dann ist ja gut. Noch 10 Minuten, okay? Okay, Mama. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, da ist ein Junge. Hallo? Möchtest du mit mir... Möchtest du mit mir schwimmen? Oh, hallo. Bist du neu hier? Seid ihr auf Urlaub hier? Ja, wir sind auf Urlaub hier. Du nicht? Nee, ich wohne hier. Wollen wir was spielen? Warte kurz, ich muss kurz meine Mama fragen. Mama, darf ich? Darf ich bitte? Mama, darf ich bitte? Schatz, ich kenne den Jungen gar nicht. Er muss sich wenigstens mal bei mir vorstellen. Okay, Mama, warte, ich frage ihn kurz. Hallo? Junge? Ja, ich bin Tom. Also eigentlich heiße ich Thomas, aber alle nennen mich Tom. Hi Tom. Also meine Mama sagt, ich darf nicht mit dir spielen, wenn sie dich nicht kennt. Wer bist du und woher kommst du? Musst du alles meiner Mama beantworten. Okay, kein Problem. Ach so, das heißt, du bist der Sohn von dem Hotelmanager? Genau. Und ich kenne mich hier ziemlich gut aus. Und wie heißt du nochmal? Ich heiße Luisa. Oh, ja. Und wenn Luisa mitkommen darf, mit mir spielen, ich kenne mich hier super aus. Das ist, also ich wohne hier jeden Tag und ich passe auch gut auf sie auf, versprochen. Mama, darf ich mit Tom spielen? Bitte, Mama, bitte. Dann muss ich nicht alleine bleiben im Hotelzimmer, wenn du eine Behandlung hast. Bitte, Mama. Okay, lass uns mal kurz an der Rezeption fragen, ob das stimmt, was Tom sagt. Und dann könnt ihr gerne zusammenspielen. Aber ihr müsst vom Pool wegbleiben. Hast du das verstanden? Natürlich, Mama. Tom, wie ich sehe, hast du eine Freundin gefunden. Wie schön. Sie kennen Tom also? Ist er der Sohn vom Hotelmanager? Ja, genau so ist es. Tom ist der Sohn und die wohnen auch hier. Ganz oben im Penthouse. Tom kennt sich hier ziemlich gut aus und sucht natürlich immer nach Freunden. Also genau wie es er gesagt hat. Und er stellt auch wirklich nichts an? Also kann ich meine Tochter bei ihm lassen, ohne dass ich Angst haben muss? Natürlich. Ich bin ja auch hier. Es kann wirklich nichts passieren. Siehst du, Mama? Es kann nichts passieren. Darf ich bitte mit Tom spielen? Bitte, Mama, bitte. Ja, gut. Okay, also wenn du uns suchst, wir sind im Spa-Bereich, mein Schatz, okay? Und ich bin auch so in circa 2 Stunden wieder da. Viel Spaß, ihr beiden. Cool, Tom. Wir dürfen zusammen spielen. Was wollen wir denn machen? Am besten gehen wir raus. Da haben wir einen Spielplatz und alles. Das ist ziemlich cool. Komm mit, ich zeig dir alles. Eine Stunde später. Oh nein, jetzt fängt es an zu regnen. Wir können nicht länger draußen bleiben. Oh ja, schnell, komm, lass uns reingehen. Bevor wir nass werden. Aber ich habe schon eine Idee für drinnen. Komm, schnell. Warte auf mich. Mein Gott, ist ja schnell.
Was hast du denn für eine Idee drin? Also, hier ist es irgendwie ziemlich langweilig, oder nicht? Nein, hier ist es nicht langweilig. Warte aber kurz hier in der Lobby auf mich. Ich muss nur ganz kurz was holen aus meinem Zimmer, okay? Ich bin gleich zurück. Wo setze ich mich denn hin? Oh, hier ist schön warm. Ja, da setze ich mich hin und warte auf den Tom. Eine Minute, 37 Sekunden später. Luisa! Luisa, ich bin zurück! Luisa, schau mal, was ich habe! Wow, was hast du da? Das sieht aus wie Marshmallows. Ja, das sind Marshmallows. Guck mal, ich habe auch eine für dich. Wow, die sind ja cool. Und was machen wir jetzt damit? Sieht aus wie eine Wünschelrute und nicht wie ein Marshmallow. ja, komm. Wir stecken die hier einfach ins Feuer und nach so 2-ish Minuten können wir die dann essen. Ehrlich? Das ist ja cool. Warte. Ich treffe nicht. Jetzt. Und dann können wir die essen? Das ist ja toll. Ja, das ist richtig cool. Und ich habe auch noch einige Marshmallows mitgebracht. Das heißt, wir können ganz viele machen. Cool. Guck mal, das Marshmallow. Oh, nicht damit. Nicht damit an die Möbel. Nicht an die Möbel, wenn es heiß ist. Ein paar Sekunden später. Ach so, nein, das wusste ich nicht. Nein, jetzt brennt alles. Um Gottes Willen. Was machen wir, Tom? Oh Gott, wir müssen hier unbedingt raus. Schnell. Oh Gott, das Hotel brennt. Kinder, das Hotel brennt. Kommt, wir müssen hier schnell raus. Tom, nimm meine Hand. Komm schnell raus. Ist alles in Ordnung bei dir? Luisa heißt du, glaube ich. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Aber das Hotel, meine Eltern. Sind die hier in dem Hotel? Sind die rechtzeitig rausgekommen? Wo sind sie? Wir werden sie sofort suchen. Mach dir keine Sorgen. Hallo? Feuerwehr? Ja, haben sie den Alarm bekommen? Sehr gut. Bitte kommen Sie sofort. Wir wissen nicht, ob noch Leute hier im Hotel sind. Bitte kommen Sie. Ja? Okay, ich weiß Ihnen den Weg. Moment, ich bin sofort bei Ihnen. Kinder, ich muss los. Ich muss der Feuerwehr den Weg zeigen. Aber bitte, bewegt euch hier nicht weg. Habt ihr das verstanden? Oh je, das wollte ich nicht. Ich wollte doch nicht das ganze Hotel zusammenbrennen. Oh, was für eine blöde Idee das war. Eine Minute, 37 Sekunden später. Kinder, geht bitte in Sicherheit. Ich muss hier das Feuer löschen. Okay, ja, machen wir natürlich. Okay, komm, Tom. Oh, guck, Tom. Die fangen schon an, das ganze Feuer zu löschen. Gott sei Dank. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Eine Stunde später. So, wir sind fertig. Der Brand ist komplett gelöscht. Gott sei Dank hat es so stark geregnet. Wir konnten fast alles retten. Ach, Gott sei Dank. Vielen herzlichen Dank. Der Hotelmanager hat seinen Sohn schon abgeholt. Aber was ist mit der anderen Familie? Die konnte ich auch schon ausfindig machen. Sehr gut. Dann ist unsere Arbeit ja hiermit getan. Wiedersehen. 20 Minuten später. Deine Eltern kommen sofort. Die waren bis jetzt hinter dem Hotel, durften aber natürlich nicht hier vorkommen, weil es viel zu gefährlich war. Aber nachdem die Feuerwehrmänner jetzt weg sind, kommen sie bestimmt gleich. Gott sei Dank, ihnen ist nichts passiert. Ich bin so froh. Mama, Papa, wo seid ihr? Luisa, Luisa, oh Gott, mein Schatz, ich bin so froh, dass du da bist. Ich hab mir solche Sorgen gemacht um dich. Und ich mich erst. Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Es tut mir leid, Papa und Mama. Ich wollte nicht das ganze Hotel in Flammen aufgehen lassen. Ich wusste nicht, dass ich damit das ganze Hotel abbrenne, wenn ich die Marshmallows zu nah an die Couch packe. Das macht doch nichts, mein Schatz. Also bitte mach es nie wieder. Aber wir sind einfach nur so froh, dass es dir gut geht. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!